Danke, liebe Kami. Also ich habe jetzt eine Viertelstunde lang Mut gesammelt, um überhaupt hier etwas sagen zu können. Jetzt hat er mich fast verlassen, bevor du das gesagt hast. Okay. Dankeschön für die liebe Einleitung. Ich wollte eigentlich nur einen Gedanken mitteilen, der mir jetzt so im Laufe der letzten Stunde ungefähr gekommen ist. Und zwar, wir befinden uns immer so an der Schnittstelle zwischen dem, gegen etwas zu sein oder für etwas zu sein. Und ich wollte euch einfach einladen, dem Thema von dieser Mahnwache entsprechend wirklich zu versuchen, sich für das Für zu entscheiden. Weil es ist wirklich ganz toll aufzuzeigen, was gefällt oder womit sind wir unzufrieden, was wollen wir verändern. Und dann wirklich so schnell wie möglich den Schritt zu tun in die Veränderung, zu schauen, zu sagen, so wollen wir leben, das wollen wir haben. So, das inspiriert uns und diese Inspiration wollen wir auch mit anderen Menschen teilen. Und das heißt, das betrifft einfach alle diese Dinge, die hier schon erwähnt wurden. Und was jetzt das betrifft, was wir vor dem Beginn dieser Veranstaltung gemacht haben, wir treffen uns wirklich, soweit es geht. Also heute haben wir damit angefangen und wir möchten das auf jeden Fall fortsetzen, dass wir uns schon vor der Mahnwache treffen. Und erstens die Gelegenheit nutzen, wirklich für uns selber den Frieden zu finden, in die Stille, in den Frieden zu gehen. Und erst dann ist es uns vielleicht möglich, den auch nach außen zu tragen, den auch zu kommunizieren, den auch als eine persönliche Botschaft darüber zu bringen. Weil ich denke, man kann über den Frieden wirklich sehr viel reden und man kann über den Frieden auch sehr, sehr gut schweigen. Und das ist, oder auch sehr viel tun, friedlich, auf eine friedliche Art und Weise. Und wir versuchen einfach, dieses Repertoire wirklich auszunutzen und nicht nur zu reden, sondern auch eben dieses Schweigen und dieses Tun in unser Leben zu integrieren. Und das auch wirklich auch als eine Botschaft zu verstehen, wenn wir zum Beispiel hier meditieren vor dem Parlament, vor dieser Aktion oder auch in anderen öffentlichen Plätzen in Wien und in der Umgebung. Wir haben auch eine Internetseite und eine Facebook-Gruppe. Ich möchte da jetzt das nicht großartig bewerben, aber wenn das interessiert, ich bin noch länger hier, kann gerne den Kontakt von mir haben und ihr seid alle herzlich eingeladen, mit uns mitzumachen. Danke. Ich möchte euch allen danken, dass ihr da seid und danke für die Friedensmahnwache, dass es die gibt. Ich finde die wirklich großartig und genieße es sehr und freue mich sehr, dabei zu sein. Danke. Dankeschön.